Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays von X-Rebirth. Ja, in der letzten Folge waren wir eigentlich nur wieder am Gutmachen, was ich verbockt habe. Bin in eine Falle getreten und nicht getreten, sondern geflogen eher. Und ja, da haben wir die letzte Mission wieder aufgeholt. Schauen, was uns diesmal erwartet. Aufgaben, was wir erledigen können. So, jetzt sind wir wieder auf der Albion Chunk, auf unserem Raumschiff. Spielstand wird automatisch gespeichert. Aha, interessant. So, schauen wir einfach mal, was hier alles für Quests gibt oder zum Obern oder zum Erkunden gibt. Zum Dienstschiff hinten. Alles verbündetes Raumschiff. Hier war noch eine Ausrufezeche. Jawohl. Da ist die Titorel. Also schauen wir uns mal näher an. Fliegt er genau im Highway. Aber gut bewaffnet. So, schauen wir einfach mal in die Karte, was hier noch zu erkunden gibt. Flüssiges Metall. Schauen wir mal dahin. Weil den Sektor haben wir noch nicht erkundet. Sondern nur vorbeigeflogen. So. Verlasse den Highway in 190 Kilometer. Mit 18 und 17 und 60. Das geht eh ziemlich schnell. Ah, da sieht man schon die erste Station. Und raus. Ah, jawohl. Erreiche. Flüssiges Metall. Flüssiges Metall. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. So, schauen wir einfach mal, was hier alles gibt. Da sind auch wieder große Stationen. Da ist ein leichter Nebel. Polizei. Na, da wird es irgendwo ein paar Quests geben, oder? Wahrscheinlich ein bisschen versteckt. Nebenbei können wir die Station noch ein bisschen erkunden. Lassen wir das auch so Ausrufezeichen, genau. Jawohl. Was ist das für ein Raumschiff? Nahrungsfrachter, okay. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Nee, das ist. Da wird es irgendwo eine Quest geben, das ist ja langweilig. Wir können natürlich jetzt auch in einen Piratensektor fliegen und da ein bisschen in Ruhe stiften, aber das wäre mir noch ein bisschen zu heikel, weil ich nicht die richtige Ausrüstung dafür habe. Klar habe ich Raketen, Schilde, Munition hätte ich genügend. Gibt es keine Quests? Keine Aufgaben? Hey, du bist eine langweilige Station, weißt du das?
Ach, da hinten. Wo ist das? So, fliegen wir langsamer, langsamer, langsamer. Rückwärtsgang. So, wo war jetzt? Da ist er. Wie oft soll ich noch fragen? Ihr Computer hat alle notwendigen Informationen. Schwer. Sie bekommen von mir nicht mehr. Aha. Okay, interessant. Also das Quarter wird benötigt. Ich warte einfach mal schnell, bis die Tutorial da ist. Weil das glaube ich ist Quarten besser geeignet. Alles ist schon unterwegs. Klein muss da sein. Dann kommen sie. Warte ich noch einfach, bis ein Stück näher ist. Ja, okay, es müsste reichen. Da ist man nicht mehr den Fehler. Letztes Mal, das haben wir gleich nochmal speichern. Nicht, dass er ein Feigling wäre, aber trotzdem auf Nummer sicher. So. Na komm. Wie oft soll ich noch fragen? Immerhin brauche ich nicht wieder danach zu suchen. So, das ist Schiff da. Da rechts sieht man schon den Tutorial. Und da ist unser Schiff, was wir eskortieren sollen. Mit Flüssigkeiten. Gigurum heißt das Schiff. So, okay, ein bisschen Gas, dass wir auch rechtzeitig ankommen. Nicht, dass die Feinde schneller sind und es zerstören. Ist ein Schiff oder wie? Okay, ein Schiff. Fliegst du hin? So, die Tutorial ist. Ist da? Naja, die kommt auch langsam. Ah, die Sonne blendet. Ich fliege einfach mal so, dass die Sonne nicht blendet. So ungefähr. Oh, auf dem Radar habe ich schon Feinde. Die sind. Ja, okay, die sind bei der Station. Sind die da jetzt gespawnt oder. Schauen wir nochmal aufs Radar. Ja, die bleiben auch da. Oh. Ja, bin gespannt, wie lange diese Mission dauern wird. Bei der Geschwindigkeit vor den Raumschiff da. So. Ha, dann sind schon die ersten Gegner. 26 Kilometer noch entfernt. Nee, 25. Kommt die näher? Schauen wir einfach da. Nee, die kommen nicht näher, sondern. Das sind zwei, oder waren zumindest. Ja, okay, ich glaube, die Stationssicherheit, Polizei etc. wird sich um die schon kümmern. Beziehungsweise die Station kann sich auch verteidigen gegen Feinde. So, wo willst du hinfliegen? Komisches Raumschiff da. Wohin muss ich das überhaupt eskortieren? Upsala. Machen wir. Autopilot. Gestartet. So, schauen wir mal. Missionsmanager. Beschütze. Okay. Anweisung. Wie weit? Wohin? Nur bis zu der Station. Aha, okay. Easy.
Autopilot abgeschaltet. Ja, derzeit kann ich ja noch ein bisschen was erzählen, bis endlich mal ein bisschen Action hier einkehrt. Ich habe eine Facebook-Seite erstellt. Einfach Loop Racer eingeben und dann den Treff versuchen, was heißt Loop Racer Let's Plays. Ja, da könnt ihr alle beitreten. Und also ihr müsst nicht. Ihr könnt beitreten. Da werde ich dann jedes Mal, wenn ein neues Video kommt, das Video posten, ein bisschen Text dazu schreiben. Wir können das Ganze kommentieren oder diskutieren über das Video. Was gut oder schlecht ist, was man verbessern könnte und so weiter. Ja, genauso wie bei den Videokommentaren. Also, ihr könnt es natürlich auch jederzeit bei YouTube unter den Videos einen Kommentar reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Also ich bin kein Böse, wenn ihr mir Daumen nach unten postet, ein Video mit Daumen nach unten bewertet. Ich sollte nur dazu schreiben, wieso. Wenn man jetzt ein Video die ganze Zeit so hört, statt irgendwie einen anständigen Kommentar, ja, dann verstehe ich schon, warum Daumen nach unten ist, aber ich finde, die Videoqualität ist ziemlich gut. Ist zwar nicht im 4K, so wie es jetzt gerade der letzte Schrei ist, aber ups, jetzt habe ich es geräumt. Vielleicht reden. was habe ich gesagt? Ist zwar nicht im 4K, aber trotzdem in HD und das ist auch ausreichend, würde ich sagen. Wenn es in 4K wäre, dann wäre die Datei ja viermal so groß. Und bei meiner Holzfaserleitung momentan würde es eh nicht gehen. Also würde schon gehen, bloß jetzt so ein Video, da ja, sehen wir dann, wie lange es dauert, wenn ich fertig bin mit dem Video. Kann ich jetzt noch nicht sagen, schätze mal so 20 Minuten wären es. Und dann hat das Video so 2 GB, 2,1 GB und es dauert zum Hochladen 4,5 Stunden, also 4,5 Stunden. Und das ist schon mal, ja, nicht gerade wenig. Das heißt, ich hoffe, dass das Schiff bald ankommt bei der Station. So, drinnen ist der Tutorial. Was macht ihr? Die steht. Also Bereitschaft. So. Boah, so langweilige Missionen werde ich glaube nicht mehr annehmen. Ich meine, da kommen jetzt irgendwie 25 Gegner und die ballern und schießen Raketen und ja, wie auch immer. Ja, sieht man noch ein gutes Stück bis zur Station. Da fliegen wir mal einen Schweif vor den Raumschiff da. Hey, wo bist du hin? Du fliegst nach oben. Hey, nach unten. Schätz mal, es fliegt irgendwo da vorne rein. Oder nicht, jetzt fliegt es nach rechts. Ein komisches Raumschiff so. Ich glaube, die ganzen Gegner, wo wir alle hier bei der Station gesehen haben, die sollten ursprünglich, glaube ich, auch das Raumschiff angreifen.
Ach, fliegt jetzt da rein, oder wie? Kann ich da auch rein? Super, jetzt geht die Klappe zu. Mission abgeschlossen. Cool. Schauen, ob es vielleicht eine andere Mission gibt. Dann das Aktenkoffer. Oh, das sind Feinde dann. Eieiei. Bisschen Action. Vielleicht nur einer. Das sind mehrere, ne? Wo ist der Tutorial? Da ist sie. Ach, fliegen wir mal zum Aktenkoffer. Bestimmt wird es ein 0-15 Transport. Lieferung von Erz erforderlich. Okay, ne, das mache ich nicht. Ich habe zwar den Weg des Händlers eingeschlagen, aber... Wieder ein Quest? Schwer. Sammlung von Informationen. Sind Sie immer noch an der Mission interessiert? Ich transferiere jetzt die Auftragseinzelheiten an Ihr System. Klar, den Auftrag mache ich. Ausgezeichnet. Ich spüre, dass dieser Job genau das Richtige für Sie war. Schnell zu den Highway fliegen. Gas geben. Verschafft man die Aufgabe heute noch? Ups. Ein paar Schiffe gerammt. Ich hoffe, ich keinen Strafzettel. So, wo muss ich hin? Erreiche. Zwielichter Verschlag. Aha. Und ich muss da hin. Wahrscheinlich fliege ich da runter, muss umsteigen und dann einmal da her. 100 Pro. Hey, ich raum gerade alles, was hergeht. Ups, Entschuldigung. Wollte ich nicht. So, ich gebe mal richtig Stoff. So. Erreiche der dritte Herzog. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Flasse in Highway in 200 Kilometer. Die Energie ist schon ganz schön weit unten. Sehr aufpassen, dass ich keinen mehr crash. Okay, hier muss ich raus. So, schnell Station scannen. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Okay, Station schnell scannen. Ich bin äußerst dankbar für Ihre rechtzeitige Unterstützung. Die Credits werden gerade überwiesen. Danke, dass Sie unsere Station beschützt haben. Ja, kein Problem. ...70% soll ich von der Station scannen. Ich würde sagen, die Aufgabe brauchen wir noch fertig. Die Quest und dann... Ui, da ist schon nächste Quest. Auch wenn wir schon 19,5 Minuten haben. Na? Ey, da muss ich hoffentlich nicht durchfliegen. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Nee, nicht Ausrufezeichen. Das ist ein I.
Information steht das. Das haben wir halt alles. Uah. Shit. Da noch was zum Scannen, da noch was. Gibt's da drüben schon eine nächste Station? Ha, ich wusste es. Sieht das noch was? Und dann haben wir sie schon. Nee, noch nicht ganz. Ah, 63%. Fliegen wir mal oben drüber. Ja, ich bin schon bei der Gewürzplantage. Menno. Ja, ich weiß, dass ich scannen muss. Ah, da oben. Jawohl. Kohle erhalten, sehr gut. Dann werde ich sagen, verabschiede mich für diese Folge. Und ihr. Und ich. Ah, meine Stimme ist schon wieder weg. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play X-Rebirth. Macht's gut, bis dann. Ciao.